so passt es gut, dass wir heute am Fest der heiligen Theresa uns als Töchter und Söhne, so darf ich uns bezeichnen, der heiligen Theresa treffen. Und ich möchte kurz ein paar äußere Daten in Erinnerung rufen. Geboren ist sie am 28. März 1515 in Avila. Verstorben am 4. Oktober 1582. Und am 4. Oktober, das war ein seltsames Jahr, nämlich es war gerade das Jahr 1582, in dem die Kalenderreform geplant war und auch durchgeführt wurde, die sogenannte gregorianische Kalenderreform. Und da wurde der Kalender umgestellt vom 4. direkt auf den 15. Also diese Tage vom 5. bis zu den weiteren, bis zum 14., das fehlt. Gut, und wir wissen, dass Theresa circa 20-jährig in den Karmel gegangen ist und das aus einer Motivation heraus, wo wir heute sagen, naja gut, sie hat mit überlegt, Klosterleben ist sicher eine Herausforderung, ist schwer, aber der sicherste Weg in den Himmel. Außerdem, das Heiraten damals war für Frauen nicht so attraktiv, meinte Theresa. So hat sie sich entschlossen, in den Karmel einzutreten und schreibt in der Autobiografie, dass dieser Schritt ins Kloster doch mit einer sehr starken inneren Überwindung, wie es konkret geworden ist, verbunden war. Und sie schreibt, es war eigentlich auch noch Angst dabei. Von knechtischer Furcht war sie noch geleitet und nicht nur von der Liebe zu Gott. Ich erwähne das deshalb, weil sie später in einem ihrer Bücher Im Weg der Vollkommenheit schreibt, wie sie ihre Gottesbeziehung erlebt. Und im Laufe des Karmellebens, speziell nach so 17, 18, 19 Jahren, hat sie eine Wende erlebt in der Gottesbeziehung. Hat sie erlebt, dass dieses Verhältnis zu Gott, das in gewisser Weise eine Notwendigkeit ist für den Menschen, dass dieses Gottesverhältnis sich gewandelt hat zu einem sehr innigen, freundschaftlichen, sagen wir ruhig auch Liebesverhältnis. Und deshalb kann sie später mal schreiben, mit dem Blick auf das Sterben, in der Stunde des Todes wird es etwas Großes sein, den Herrn über alles und mit leidenschaftlicher Liebe, die uns über uns erhebt, geliebt zu haben. Wenn er uns aus diesem Leben herausholt, wird es nicht bedeuten, in ein fremdes Land, sondern in das eigene Heim zu gehen, denn es ist das Land dessen, den wir so sehr lieben. Theresa versteht das Sterben als ein Hineingehen in das Land dessen, den wir so sehr lieben. Es ist nicht etwas Fremdes. Das heißt, dass ein Mensch solches denken und sagen kann, bedeutet, dass da eine tiefe innere Verbundenheit da ist mit dem Schöpfer, mit Gott, von dem der Mensch kommt und zu dem er geht und idealerweise mit dem er lebt in dieser Welt. Und wir in der Karmel-Spiritualität, wir betonen ja auch, dass wir nicht in erster Linie für Gott leben wollen, sondern mit Gott leben wollen. Oder aus Gott leben wollen. Die Theresa war
ein Persönlichkeitstyp, der es mit Menschen relativ leicht hatte. Sie war als Person einladend und umgänglich, angenehm. Sie sagte, der Herr hat mir die Gnade verliehen, dass ich überall, wo ich hinkam, Freude machte und darum sehr beliebt war. Das war ihre Natur, ihr Naturell. In einem Brief schreibt sie, dass sie eigentlich auch, sagen wir mal, relativ leicht zu haben war, relativ leicht zu begeistern war. Sie sagt, ich sehe sehr wohl, dass es bei mir keine Tugend ist, wenn ich mich so gern erkenntlich zeige. Es entspricht vielmehr einfach meiner Natur, denn es genügt eine Sardine, um mich zu bestechen. Das heißt, sie hat sich gerne eingelassen auf Leute, hat an anderer Stelle auch zum Ausdruck gebracht, dass sie es eigentlich bedauert und sogar als Schaden empfunden hat, dass sie in einer verkehrten Weise sich manchen Menschen gegenüber zu Dank verpflichtet gefühlt hat. Denn sie hat gemerkt, dass, und das ist eben die sogenannte verkehrte Weise, dass Wohltaten, die ihr oder ihrem Kloster getan wurden, dass diese Wohltaten in ihr ein ganz starkes Dankbarkeitsgefühl ausgelöst haben, aber nicht nur das, sondern auch eine Art Abhängigkeitsgefühl. Das heißt, sie merkte, dass das noch nicht ganz gesund ist. Und eben dieser Hinweis mit der Sardine, ein bisschen humorvoll formuliert, drückt es aus, sie hat da gewisse Mühe gehabt, ihre Freiheit zu bewahren gegenüber den Wohltätern. Und das war damals auch nachvollziehbar, weil eben die Klöster sehr von dem gelebt haben, dass Menschen ihnen etwas zukommen haben lassen. Ist ähnlich wie heute, aber damals war das noch viel bedeutender. Da war es auch von großer Bedeutung, dass möglichst viele sogenannte Wohlhabende in die Gemeinschaft eintraten. Nun, was kann uns die heilige Teresa lehren? Wir schauen ja auf sie nicht, weil sie es braucht, wir verehren die Heiligen nicht, weil es denen so Freude macht, sondern weil wir durch den Blick auf deren Biografie für uns etwas lernen können. Ich möchte aus den ersten Klosterjahren schildern und natürlich müssen wir bedenken, sie hat immer eine Liebe zu Gott gehabt, aber diese Liebe kann verschiedene Intensitäten haben und die kann und soll wachsen. Kurz nach dem Eintritt in den Karmel ist sie sehr krank geworden. Und ich schildere, was sie in ihrer Autobiografie darüber schreibt. Es war eine Lähmung, die sich da ganz hartnäckig gehalten hat. Sie schreibt, ich glaube, nur einen Finger der rechten Hand konnte ich noch bewegen. Es war kaum möglich, mich anzufassen, denn es tat mir alles weh. In ein Betttuch gewickelt, das eine Schwester oben und eine unten festhielt, hoben sie mich herum. Ich war nur noch Haut und Knochen. Dass es mir so erging, dauerte mehr als 8 Monate. Gelähmt zu sein, fast 3 Jahre. Ich sprach oft von Gott damals, sodass ich alle erbaute
und sie über meine Geduld staunten, die mir der Herr gab. Denn wenn sie nicht aus der Hand des Herrn gekommen wäre, schien es unmöglich, so viel Leid in solcher Zufriedenheit ertragen zu können. So schreibt sie in der Autobiografie Kapitel 6. Warum betone ich diese Krankheitssituation der Teresa? Ich betone sie deshalb, weil sie in körperlichen Leiden und in körperlicher Lähmung seelisch sozusagen gut drauf war, geduldig sein konnte und alle erbaute, die sie besuchten. Und sie hat, das ist für mich das Schöne, sie hat die körperliche Lähmung nicht hinüberspringen lassen auf ihre Seele. Das heißt, seelisch war sie nicht gelähmt. Und seelisch hat sie sich nicht auf die Krankheitssituation fixiert, auf den Schmerz, auf die Leiden, sondern seelisch hat sie ihren Blick gerichtet auf den Herrn. Und so konnte der Herr ihr die Geduld und, wie sie schreibt, sogar die Zufriedenheit geben. Das ist für mich eine Schlüsselstelle und sehr vorbildlich, sehr einladend, weil es darum geht, dass wir Christen unter allen Umständen die Möglichkeit bewahren und entfalten sollen, nämlich die Möglichkeit, seelisch beweglich zu bleiben und unseren Blick entsprechend unserer Wahl zu richten. Und wir wählen den Herrn. Wir schauen auf den Herrn. Und ob es nun der Herr ist oder ob es der Blick in die Seele ist, dort, wo ich hinschaue, von dort kommt Wirkung her. Und es sagen auch die Fachleute, dass das, was du in den Blick nimmst, in deinem Bewusstsein zunimmt und größer wird. Also wenn du auf den Herrn schaust, und sie betont in ihren Schriften immer wieder, schaut auf den Gekreuzigten. Aber sie sagt auch, schaut auf den Auferstandenen. Und schaut auf den Betenden im Ölgarten. Und schaut auf den, der mit den Leuten bei der Hochzeit sitzt. Also je nach persönlicher Lebenssituation, meint Teresa, hilft es uns, den Herrn anzuschauen. Mal in der Situation und mal in einer anderen Situation. Und nochmals, das, was ich in den Blick nehme, das wird in meinem Bewusstsein wachsen. Und ich habe jetzt den Herrn erwähnt, wenn wir auf den schauen, ich könnte genauso auch sagen, richte die Aufmerksamkeit im Sinne der heiligen Teresa auf dein Innerstes, und diese Formulierung kommt dann von der heiligen Teresa, auf die innerste Wohnung in deiner Seele, in welcher der Herr wohnt. Und siehe da, Menschen, die die eigene Seele im Blick haben, die werden genau von ihrer Seele heraus, darf ich mal sagen, gestaltet. Die bekommen von der Seele heraus ihre Wirkkraft. Die bekommen aus der Seelenmitte heraus den Geist, der sie auch, mit Edith Stein gesprochen, vergeistigt in gewisser Weise. Also aus der Seele heraus kommt dann die Ausstrahlung. Und tatsächlich, wenn jemand den Herrn, Gott, Jesus in der Seele im Blick hat, dann kann genau der Herr aus der Seele heraus ins Bewusstsein und ins Leben des Menschen wirken. Auf diese Weise wird der Mensch, der auf Jesus schaut, zur Botschafterin
des Unsichtbaren, des unsichtbar gegenwärtigen Auferstandenen. Ich habe hier einen Bergkristall mitgebracht, welcher symbolisch zum Ausdruck bringen will, was Teresa uns auch in Bildsprache sagt, die nämlich davon spricht, dass wir unsere Seele verstehen dürfen als den Wohnbereich Gottes, wo es viele Wohnungen gibt. Teresa sagt, ähnlich wie es im Himmel viele Wohnungen gibt. Und in der innersten Wohnung, in der schönsten Wohnung, in der sichersten Wohnung, da wohnt der Herr. Und sie sagt, diese Wohnung dürfen wir uns vorstellen wie einen strahlenden, leuchtenden Kristall. Und dieser strahlende, leuchtende Kristall wirkt nach außen. Therese ist davon überzeugt und wir dürfen bedenken, sie ist von der Kirche heilig gesprochen. Sie ist von der Kirche als Kirchenlehrerin anerkannt und bestätigt. Sie hat ein sehr positives Menschenbild und sagt, diese innerste Wohnung, dieser leuchtende Kristall ist in jedem Menschen. Auch im Sünder, auch im schweren Sünder. Und Teresa hat in ihrer feinen Art eine sehr gute Unterscheidung und sagt dann dazu, beim sündigen Menschen aber ist dieser leuchtende Kristall, und ich habe nicht vor zu zaubern, aber ich zeige es trotzdem, weil ich manchmal mit Leuten zu tun habe, die nicht so gut begreifen, da sagt sie, wenn jetzt ein Mensch in Sünde ist, in schwerer Sünde ist, dann ist dieser Kristall gleichsam zugedeckt, wie mit einem schwarzen Tuch. Das sind ihre Worte. Und das Leuchten ist zwar gegeben, weiterhin, aber es dringt nicht nach außen. Es dringt nicht ins Bewusstsein des Menschen und auch kommt es eben nicht zu den anderen. Und unsere Aufgabe ist, möchte uns Teresa sagen, den Kristall völlig, völlig frei zu haben, frei zu halten von allem, was irgendwie da das Strahlen nach außen beeinträchtigen oder verhindern könnte. Und das Schöne ist, dass eben wir durch Teresa und ihre Schriften vieles, vieles hören, was uns die Beeinträchtigungen bewusst macht. Die Beeinträchtigungen der Seele, wenn sie zum Beispiel völlig zerstreut ist, nicht gesammelt ist. Wenn sie in Sünde verstrickt ist. Wenn sie irgendwo geistig verloren ist. Und Teresa würde sagen, du lebst dann gut und du lebst dann mit Gott, wenn du genau mit deinem Bewusstsein und deiner Aufmerksamkeit in dieser Seelenmitte, in der innersten Wohnung bist. Edith Stein verwendet einmal das schöne Wort Ewigkeitsgrund. Und jetzt könnte ich sagen, seelisch gut auf die Füße sein, in der Seele stehen, in der Mitte dastehen und nicht irgendwo. Also in der Seele, in der Seelenmitte beheimatet sein. Und da hast du einen guten Stand. Und dann bist du nicht herumgeworfen von den Umständen und von den Ereignissen der Welt. Dieses Bild mit dem Kristall ist eines der Bilder, die Teresa verwendet. Weil ja geistlich erfahrene Menschen
immer auch sehr suchen müssen nach einer Sprache, nach Bildern und Vergleichen, um es mitteilen zu können, was ihnen da innerlich aufgegangen ist, was ihnen bewusst geworden ist. Von Teresa gibt es auch diese Formulierung, wo sie gerade so eine geistliche Erfahrung, so ein Erleben mit Gott beschreibt und dann sagt, ich kann es nicht richtig ausdrücken, aber diejenigen, die es erlebt haben, werden mich verstehen. Das heißt, sie weiß sehr gut, dass sie das eigentliche Erleben nicht beschreiben kann, aber jene, die Ähnliches erleben, und sie wünscht das ihren Töchtern und uns, jene, die Ähnliches erleben, werden sie verstehen. Also ein so ein für mich sehr sprechender Vergleich ist eben dieses Bild mit den inneren Wohnungen und die innerste Wohnung, die mit einem Kristall beschrieben wird. Da wohnt der Herr. Ein anderes Bild, das Teresa verwendet, um die Gottesbeziehung, und damit ist auch gemeint, ich sage es ruhig einmal so, die Leichtigkeit des Betens zu beschreiben. Sie verwendet das Bild, dass die Seele von uns vorgestellt werden kann wie ein Gärtner, wie ein Garten, in dem allerlei wächst. Und Jesus selbst ist der Gärtner, der das Unkraut ausjätet und gute Pflanzen einsetzt. Wir haben dafür zu sorgen, dass Wasser herbeigeschafft wird. Und jetzt komme ich zu dem Vergleich. Also es ist schon das ein Vergleich, die Seele als Garten, in der kultiviert wird, der gepflegt wird vom Herrn selbst und an dem der Herr seine Freude hat, indem er gerne spaziert. Teresa sagt, dieses Wasser herbeischaffen, das unsere Aufgabe ist, das geschieht durch Lesen der Heiligen Schrift, durch das Hören guter Predigten, durch das Gebet, durch verschiedene Arten von Liebesdiensten. Das ist Wasser herbeischaffen, dass das gedeiht, was der Herr in uns einpflanzt. Und dieses Wasser herbeischaffen, sagt Teresa, ist sicherlich für die Anfangenden eine Mühe. Und verwendet dazu das Bild, es ist wie wenn du aus einem tiefen Brunnen mit einem Kübel Wasser herausschöpfen musst. Das ist eine große Anstrengung. Meditation, Betrachtung, geistliche Übungen. Aber dadurch kommst du zu diesem Wasser, das die Seele nährt. Eine voranschreitende Seele erlebt, dass es Erleichterung gibt in der Gottesbeziehung, im Gebetsleben, und dann kommt sie zu dem Vergleich und sagt, das ist dann schon so, wie wenn ein Schöpfwerk installiert wird. Mit einem Rad wird Wasser herausgeschöpft, vielleicht sogar mit einem Maultier angetrieben. Es ist viel leichter für den Garten zu bewässern mittels eines Schöpfrades. Wo das Beten auch schon den Menschen leichter fällt und er früher sozusagen in den Genuss des Gelingens kommt. Eine dritte Möglichkeit, sagt Teresa, wie nun Wasser herbeigebracht werden kann,
ist aus einem Bach durch ein Rinnsal Wasser heranleiten, heranfließen lassen. Also das Anlegen von so Wassergräben. Dann fließt es von selbst, ohne Anstrengung. Und das Allerbeste, sagt Teresa, ist dann der Regen, wo du als Mensch praktisch gar nichts mehr zu tun hast. Und Gott selbst all das tut, was deine Seele braucht. Wo Gott selbst alles tut und du eigentlich nur mehr empfangende Person bist. Die heilige Edith Stein, Schülerin auch der Teresa, sie sagt eben, wir sprechen von kontemplativen Beten dann, wenn der Mensch weniger tut und Gott mehr tut. Sie verwendet, unter Anführungszeichen gesprochen, auch das Bild von verschiedenen Stufen des Gebetes. Und die höhere Stufe ist die, in welcher der Mensch mit seinen natürlichen Kräften weniger und Gott mehr tut. Und wo der Mensch nur mehr empfangender ist. Also das wären jetzt Vergleiche, die die Teresa verwendet, um das Gebetsleben zu beschreiben, das Gebetsleben, welches einzig der Gnade den Zugang erleichtern soll, den Zugang möglich machen soll. Und wiederum die heilige Edith Stein sagt, erziehen, und sie meint, dass die Fremderziehung, die jedes Kind sozusagen genießt, die Fremderziehung, die dann von der Selbsterziehung abgelöst werden muss, dieses Erziehen ist nichts anderes als ein Mitwirken mit der Gnade. Und gemeint ist, dass die Gnade das Eigentliche tut, der Mensch aber sozusagen assistiert. Wie der Mensch dem Herrn Jesus assistiert, damit er unsere Seele in einen wunderbaren, herrlichen, prachtvollen Garten verwandelt. Mit dabei sein und mitwirken. Aber das Hauptwirken ist bei Gott. Ich möchte noch einen Vergleich ansprechen, den die heilige Teresa verwendet, weil sie gerade auch versucht, dieses ihr zuströmende Leben so zu beschreiben, diesen zuströmenden Geist, der die Gnade, den Geist, der mit den Strömen des Wassers verglichen wird von Jesus. Da sagt sie, wir dürfen uns das so vorstellen, als wäre die Seele über einen Brunnen, über einen Quellbrunnen sozusagen angesiedelt und aus diesem Brunnen, aus dieser Quelle strömt Wasser in die Seele, ganz ruhig, ganz ohne Lärm, wird da die Seele von unten, und sie sagt, ich weiß nicht wie, aber die Seele wird da genährt. Sie merkt nur, dass ihr da ganz viel zukommt. Und dass sie aus der Seele heraus, und da möchte ich jetzt die Brücke schlagen in dieses eher Psychologische, dass sie aus der Seele heraus ein ganz neues Lebensbewusstsein kriegt. Ein Lebensgefühl, dürfen wir ruhig auch sagen, nämlich Frieden, Freude, Begeisterung, Motivation, Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen. Und
Das verdanken wir der heiligen Teresa und vielen geistlichen Menschen und Heiligen, die uns irgendwie mitgeteilt haben, wie sie ihre Gottesbeziehung so wahrnehmen, wie sie es beschreiben, wie sie es erleben. Sie ist eben da eine Meisterin, um das zur Sprache zu bringen, was da in ihrer Innenwelt sich ereignet. Ich schließe ab mit einem Zitat, wiederum aus der Autobiografie, wo sie sagt: Der mich liebte, hielt mich an seinen Händen, um mir noch größere Gnaden mitzuteilen. Gnade gilt als Zuwendung von Seiten Gottes. Und Teresa sagt, jede Gnade, die uns gegeben wird, jedes Licht, jede weitere Einsicht und Erkenntnis, jeder Fortschritt ist eigentlich Vorbereitung für einen weiteren Fortschritt, ist Vorbereitung für eine größere Gnade. Das heißt, wir sind alle in Vorbereitung für das, was Gott noch schenken wird. Und ganz am Schluss noch einmal zum Thema Gnade, die heilige Teresa, das passt zum heutigen Fest. Sie sagt, wir können von drei großen Gnaden sprechen. Oder von drei Hauptgnaden. Und ich fasse das so zusammen. Die erste Gnade, sagt Teresa, haben alle Menschen. Nämlich sie sind von Gott geliebt. Ich füge dann gern hinzu, vor jeder Leistung und trotz aller Schuld. Sie sind von Gott geliebt. Und sie sagt auch, Herr, du hast Erbarmen mit denen, die mit sich selbst kein Erbarmen haben. Und du heilst die, die selbst lieber krank wären als gesund. Also die Liebe Gottes gilt allen Menschen. Diese Gnade haben alle Menschen. Dann spricht Teresa von einer Gnade, von der zweiten Gnade, von einer weiteren Gnade und sagt, es ist eine große Gnade, dass einem Menschen bewusst wird, er ist geliebt. Und das ist nicht mehr so verbreitet, dass einem Menschen bewusst wird, er ist von Gott geliebt. Wir dürfen uns zu diesen zählen. Und dann sagt Teresa, gibt es eine weitere Gnade, das ist nämlich die Gnade von Gott, so reden zu können oder so Zeugnis geben zu können mit dem Leben, dass andere durch uns erkennen, sie sind geliebt. Also das ist nochmals eine Gnade, dass andere durch uns erkennen, sie sind von Gott geliebt. Und dahin geht unser Streben und das ist auch unsere Freude, dass Menschen durch uns das erleben dürfen. Dankeschön.